In diesem kurzen Video geben wir euch eine Einführung in die ökologische Kunstpädagogik. Hey, ich bin's, euer Wieso. Das ist unser Planet, auf dem wir alle leben. Moment, dafür brauche ich mein Mikrofon. Es gibt jedoch eine Menge aktueller Herausforderungen, mit denen unsere Welt zu kämpfen hat. Klimaerwärmung, Vergiftung, Vermüllung der Erde, Artensterben, Abholzung der Wälder und noch vieles mehr. Es folgen politische, soziale, ökonomische und kulturelle Krisen. Ah! Deswegen haben wir die Aufgabe, die Welt durch den Gestaltungsbegriff zu retten. Daher besteht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Gestaltungsbegriffs, der alle Aspekte der menschlichen Existenz umfasst. Doch was können wir uns unter den Aspekten der menschlichen Existenz vorstellen? Das lässt sich mithilfe des integralen Quadrantenmodells erklären. Es können dabei vier Hauptsphären unterschieden werden. Die Psychosphäre, die Biosphäre, die Kultussphäre und die Soziosphäre. Lasst uns die einzelnen Bereiche erst einmal näher betrachten. Die Psychosphäre ist die Welt des Erlebens und bildet die ästhetische Perspektive des Gestaltens ab. Um die Natur zu erleben, muss man sich Zeit nehmen, sie wahrzunehmen und Empfindungen zu ergründen. Erst dann sind wir in der Lage, die Natur zu verstehen und Fantasie sowie auch Vorstellungskraft zu entwickeln. Um eine präzise Wahrnehmung zu entwickeln, können Pflanzen, Pflanzenteile oder andere Naturalien näher betrachtet und gezeichnet werden. Diese Übung schult unser Auge, auch kleine individuelle Merkmale wahrzunehmen. Eine andere Übung kann das Erstellen von Collagen aus Naturalien sein, die dann fotografisch festgehalten werden. Dies hilft uns, Zusammenhänge zu erkennen und Vergleiche herstellen zu können. Die Biosphäre ist die Welt des Lebens. Sie zeigt die körperliche Dimension und die empirische Perspektive des Gestaltens. Das bedeutet, in Kontakt mit der Natur zu treten und den eigenen Körper als Ökosystem zu betrachten. Um den eigenen Körper nun bewusster wahrzunehmen und einzusetzen, kann ein Blatt Papier oberhalb der ausgestreckten Armlänge an der Wand befestigt werden. Durch springende Bewegungen können nun dynamische Bilder entstehen. Eine andere Übung ist das Befestigen der Zeichenmaterialien an anderen Gliedmaßen. Die Kultussphäre ist die Welt der Bedeutung. Dabei wird die kommunikative und ethische Perspektive näher betrachtet. Dazu ist eine kulturelle Deutung der Natur-Mensch-Beziehung notwendig. Das ist möglich, indem wir Informationen über unsere Umwelt sammeln, ein Umweltbewusstsein entwickeln und beginnen, Umweltthemen zu kommunizieren. Das Ergebnis können zum Beispiel Plakate oder Postkarten mit kritischen Hinterfragungen unserer allgemeinen Lebensweise sein. Die letzte Sphäre ist die Soziosphäre. Sie zeigt die materielle Welt der Gesellschaft. Dabei wird die Perspektive des technischen und funktionalen Gestaltens eingenommen. Um ein Gestaltungsproblem zu lösen, benötigen wir materielles und methodisches Wissen. Um die formale Organisation eines Arbeitsprozesses zu planen oder gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Diese Überlegungen helfen, Material kritisch zu hinterfragen und ökologische Materialalternativen zu erforschen. Weiterführend können auch ökologische Produktideen entwickelt werden. Ein Bewusstsein für diese vier Sphären soll mithilfe der ökologischen Kunstpädagogik entwickelt werden. Denn das ökologische Bewusstsein ist der Kern unserer Persönlichkeitsentwicklung. Du, 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 du.